Hallo und herzlich willkommen zu dieser Preview von Armored Warfare aus der Alpha. Und ich will euch drei Gameplays zeigen. Einmal den Tier 4 Zalo S. Danach geht's weiter mit den MBT 70 und abgerundet von der Tier 3 AT Abbott. Schaut's zu und seht's die Gameplays. Bis gleich! So, wie versprochen, geht es also auch hier mit dem Zalo S direkt los. Ist in dem Fall ein TD und sehr wendig, sehr schnell. Also er beschleunigt und ist wirklich gut unterwegs, dafür aber auch sehr weich. Also von dem her aushalten tut er nicht so viel. Karte ist Port Storm, nennt sich die, und wir sind hier fast low tier mit unserem Vierer. Aber das soll nicht so das Problem sein. Ich werde versuchen, mich so ein bisschen zurückzuhalten, also nicht sofort hier der zu sein, der als erster stirbt, weil ich will euch ein bisschen das hier eben zeigen. Zur Grafik ist immer noch zu sagen, übrigens hier Einschlag der Räder, sehr schön. Zur Grafik ist zu sagen, ich habe es auf High gestellt, also noch nicht auf Very High, da gibt es also nochmal eine Stufe höher, aber es soll ja performant laufen und euch auch das Spiel so zeigen, wie es ist. Wobei ihr seht rechts auch immer die Frames und es läuft für eine Alpha schon erstaunlich gut. Natürlich gibt es noch kleine Fehler, natürlich gibt es noch kleine Bugs. Das gehört aber natürlich auch meines Erachtens zu einer Alpha dazu. Und wie gesagt, für eine Alpha ist es sensationell schon. Das Video darf am Ende leider nur 30 Minuten sein. Deswegen, um alle drei Panzer wie gewollt durchzubekommen, muss ich mich so ein bisschen ranhalten. Aber das kriegen wir schon hin. Noch ist kein Gegner offen. Da haben wir mal Wasser. Ich denke, an den Wassereffekten wird noch ein bisschen gearbeitet. Aber erstmal ist wichtig, dass das Balance und das Tuning und das ganze Spiel vernünftig läuft. Und ich glaube, dann kann man sich noch sowas wie Grafik... Ah, no penetration. Abpraller. Ja, wenigstens ein Modul zerstört. Na, ihr seht es auch an der Färbung. Schwierig da irgendwo durchzukommen. Mal auf die andere Munitionsart wechseln. Vielleicht komme ich damit ein bisschen besser zurecht. Wenn er nochmal vorkommen würde, fände ich schön. So, da konnte ich ihn auch mit der anderen Munitionsart gut an die Seite erwischen. Ihr seht's, macht zwar eigentlich nicht so viel Schaden, aber ich komme durch wie HE einfach auch bei World of Tanks. So, jetzt bin ich offen. Also ein bisschen zurückziehen. Auf Artis muss man auch hier mal aufpassen in dem Spiel. Ich habe einen besseren Tarnwert mit diesem Panzer als andere Panzer, die etwas größer sind als ich. So, sehr gut. Dann konnte ich den auch nochmal einen geben. Ammo up. Die Jungs konzentrieren sich ganz stark da auf die Stadt, beziehungsweise den Hafen in dem Fall. Das ist ja keine Stadt. Ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen weiter nachziehen. Und sie versuchen so ein bisschen zu überrumpeln. So, konnte ich gut erwischen. Ah, hat mich jetzt ordentlich erwischt. Nee, so rausfahren komme ich nicht. Da fehlt mir die Neigung der Kanone. Ja,
muss mich hier mal ein bisschen. Ich habe leider auch keinen Rauch, womit ich den Gegner so ein bisschen. Na, probier's nochmal. Ich versteck mich jetzt hier mal. Die Partikel des Feuers liegen hier in der Luft, ganz gut gemacht. Gegner machen mir leider keinen Gefallen, dass sie mal so rausfahren, dass ich gut drankommen könnte. Deswegen bewegen wir uns jetzt weiter. Steht mittlerweile 8 zu 8, also es ist eine enge Nummer. Kleiner Sprung, zack. Identify target. Hostile, tank. That was close. No penetration. Ammo up. Direct hit. Da konnte ich ihn nochmal gut erwischen. Nochmal. Und da zieht er sich jetzt zurück. Da steht 11 zu 11, ganz knappe Nummer hier. Nichts, auf was ich jetzt komme. Ich will sie mal ein bisschen hinterfahren. Das ist zumindest mein Ziel des Ganzen. Vielleicht finde ich auch die Arti. Ich bin auf jeden Fall gespottet. Nein! Ja, da habe ich ihn gerade noch so bekommen. Ganz wichtiger Schuss. Und bin ich auch offen? Muss ich aufpassen? Die Arti ist offen, aber an der ganz anderen Stelle. Sieht so aus, als ob er nicht schießt oder AFK wäre. Das nutze ich jetzt einfach ganz schamlos aus. Und den letzten kriegt er auch noch, sobald ich nachgeladen habe. Und zack. Ah nein, nicht meiner. Naja, egal. Ein Gegner ist noch am Leben und dann ist es sogar ein sehr ordentlicher Sieg gewesen. Und danach geht's direkt weiter mit dem höchsten, mit dem Tier 6, wie schon angekündigt. Wo ist denn der? Im Zweifel fahre ich jetzt einfach mal in den Cap rein. Geschwindigkeit habe ich ja. Wir cappen eh schon. MBT 70 ist hier schon mit dabei. Dem schließe ich mich jetzt einfach mal an. Und ihr seht auch oben den Counter mitlaufen, wie lang das Ganze noch ist, bis gecappt worden ist. Da hinten kommt doch der andere. Jetzt wird er hier dazu genötigt, etwas zu machen. Ich bewege mich jetzt hier mal nicht raus. Ich lasse ihn kommen, ich setze ihn damit unter Druck. Ein guter World of Tanks-Manier. Oh, jetzt nutzt der Rauch. Keine doofe Taktik. Wenn er das war, kann natürlich auch unsere Kampfpanzer gewesen sein. Ah, da habe ich nicht leider abgeprallt. Oh, ich habe daneben geschossen. Gott sei Dank hat er das nicht so mitbekommen.
komm schon rum. Er muss hier noch ein bisschen. Ja, und da habe ich ihn zerstört. Sehr schön. Das war doch schon mal eine gelungene Runde. Wir schauen uns das Scoreboard natürlich auch direkt an. Sobald es natürlich fertig geladen hat, gibt hier kleine und leichte Ladezeiten, aber die sind absolut im Rahmen und sehr legitim. Und ich denke, wie gesagt, die Runde ist mir außergewöhnlich gut gelungen. Team Performance schauen wir gleich durch. Da habe ich 3000 Schaden machen können und bin hier von den XP auf Platz 1 und wir sehen hier meine Performance und deswegen schön gelaufen. Wir springen gleich zum nächsten Panzer. So, und nun eine neue Karte und zwar Ghostfield. Wir sind hier Top Tier mit dem MBT 70. Der MBT 70 ist wirklich ein schneller Panzer. Also da muss man sich auch erstmal gewöhnen von World of Tanks auf dann dieses Spiel. Dass da natürlich so ein bisschen das Ganze, ja, flinker ist. Man sieht hier auch jetzt schön die Regeneffekte. Und der MBT 70 hat auch ebenfalls Raketen noch am Start. Die Raketen eine etwas längere Zeit zum Nachladen. Und die Fluggeschwindigkeit selber ist auch etwas, ja, langsamer. Dafür, wenn sie treffen, machen sie dafür etwas mehr Schaden. Also seine Vor- und Nachteile haben sie. Ob das jetzt so clever ist, was wir beide hier da machen, lasse ich mal dahingestellt. Oh, ich bin auf jeden Fall offen. Sieht man immer ganz gut an diesem Augensymbol. Aber noch hat keine Art hier reingewirkt, deswegen noch geht's. Muss hier nur ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt sie schon. Hat aber verschossen. So. Da habe ich ihn ordentlich getroffen und dann ist er danach gleich weggeholt worden. Das ging ganz gut. Oh oh, Arti. Hat hier getroffen, aber Gott sei Dank nicht so stark. Ah. Da wurde er gerade weggeholt. Ich finde übrigens schön diese Effekte, dass auf der Kamera und auf dem Bildschirm sozusagen das Ganze auch nochmal dargestellt wird. So, da habe ich ein paar Module rausgenommen. Also hier wurden wir jetzt gerade gut getroffen. Stehe ich natürlich auch sensationell doof hier so mittig drin. Aber wenn der jetzt nochmal rauskommt, dann schlägt sein letztes Stündchen. Und da ist er weg, wie ich es gesagt habe. Nur aufpassen auf die AT. Da wurde, habe ich jetzt gerade einen Abpraller gehabt, Gott sei Dank. Hier, dieser MBT 70, der ist noch voll, auf dem bräuchte ich fast ein bisschen Hilfe. Aber ich bleibe hier mal so stehen, weil ich habe ein bisschen Schutz nach rechts. Da steht einer meiner Leute. Oh. Am besten immer bewegen, wenn irgendwas aufleuchtet, dann gibt's gleich Megge. Was ist denn mit dem da drüben? Kommt man nicht drauf, leider. Ich will hier jetzt nicht zu verausgaben mit meinen doch etwas weniger Struktur, als gerade zum Beispiel der andere MBT hat. Aber wenn jetzt hier weiter nach vorne gerückt wird, kann ich mich dem anschließen. Ah, leider nicht getroffen.
Ah, Mist. So, jetzt muss der andere NPC unserer auf den unteren aufpassen. Der würde sich jetzt fast gern helfen. Deswegen fahre ich jetzt mal hier runter. Und versuche, da dem MBT in den Rücken zu fallen. So, mal langsam hier runter. Wow. Oh, Mist, Mist, Mist. Nicht so getroffen, wie ich das gern gehabt hätte. Aber jetzt werde ich den einfach mal anders anfahren. Warum schießt denn unserer nicht? Da schießt er doch endlich. Und jetzt ein T-62 hinter mir. So, weg ist er. Jetzt da drüben noch einer. Oh, ich komme nicht so hoch. Schade, schade. Auf den komme ich jetzt nicht mehr. Da müssen wir jetzt... Ich hoffe, die Jungs machen das. Weil sonst fahrt er jetzt Richtung unserer Artis durch. Ja, es gibt nur noch zwei. Der MBT, der da sozusagen jetzt weggefahren ist. Schon. Nein, 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 nein. Warum fährst du jetzt weg? Das sind zwei. Aha, jetzt ist der weggeholt worden. Schieße ich halt auf so einen Hubschrauber. Aber man sollte auch hier so ein bisschen mal die Details anschauen. Das ist halt einfach ein Vorteil der CryEngine. Dass man ganz klar auch so rausheben darf. Und da ist er. Ich glaube, da... Ah, da ist der... Das ist schon der Sieg. Eine kleine, aber feine Runde. Mit doch zwei Kills. Und schön auch nochmal eine andere Karte gesehen zu haben. So, wir warten noch den Ladescreen ab, weil das Scoreboard will ich euch schon noch zeigen. Und zwar, wir schauen erstmal auf die Team-Performance. Da bin ich auf Platz 4 des Teams, habe 2000 Schaden machen können, aber weit weg von dem Kerli hier mit 6000 Schaden. Zwei Panzer zerstört und es gab auch ein bisschen was Finale am Ende. Also von dem her eine zufriedenstellende Runde für die Präsentation und ich hoffe, euch hat auch dieser Panzer gefallen. Und jetzt gehen wir zuletzt zur Arti. Also viel Spaß. Also nun die Arti Tier 3 Abbott. Das schöne Stück. Ganz links unten übrigens das Armor, die Panzerungsschema finde ich sehr schön eigentlich. Das ist ganz nice gemacht. Und auch beim Rückwärtsfahren, dass wir hier diese Lichter haben, auch so kleine Details, aber das ist natürlich einfach durch die Engine, was da mehr machbar ist als bei World of Tanks durch die Big World Engine. Die CryEngine ist schon eine tolle Grafik-Engine, das muss man schon sagen. Man muss übrigens sehr stark aufpassen mit Artis in dem Spiel, weil man wird hier gerne und schnell gecountert. Und diese Sicht ist natürlich das, was man so nicht aus World of Tanks kennt, beziehungsweise nicht in der Form und nicht in der Art und Weise, weil die kennt man nur, wenn man den Battle Assist Mod hat. Sonst hat man ja eine ganz statische On-Top-Sicht, aber hier in dem Fall dann nicht. So, und jetzt wie gesagt immer ein bisschen bewegen, weil die gegnerischen Artis, die bekommen es hier sonst einfach ganz leicht hin zu countern. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber auch wieder ganz schön, dass das so machbar ist.
schwieriger Schuss. Wir nehmen einfach mal blind einen hin. Nee, leider komme ich da auf nichts so drauf, wie ich es mir wünschen würde. Der ist wohl schon hin. Ah, der geht wohl drüber. Drunter in dem Fall. Stehen leider gerade alle so, dass man nicht gut rankommt. In dem Fall der jetzt schon. Dann decken wir sie einfach mal ein bisschen ein. Vielleicht klappt der ja. Ja, ein kleiner, aber feiner Hit. Alle 3 Sekunden kann man 3 Schüsse schießen, sobald das Magazin geladen ist. Ah, schade, ich dachte mir ein bisschen Splash vielleicht. Könnte es funktionieren, hat es aber dann leider nicht. Stehen ja jetzt wirklich auch Artisafe jetzt nicht mehr, aber immer wenn ich gerade am Schießen bin. Beziehungsweise jetzt habe ich getroffen. Und nochmal. Ah, der Splash wird nicht langen. Leider wieder ein bisschen daneben. So, wenn er jetzt so stehen bleibt. Jetzt haben wir den doch mal ein bisschen einheizen können. Langsam aber sicher verlieren sie ihre HP. Wen willst du denn jetzt? Warum willst du denn weg? Schauen wir doch mal, was da mit dem los ist. Ah, auch leider so ein bisschen weiter weg als gewollt. Modulschaden. Das bringt uns leider da noch ein bisschen Splash mit 31. Ist natürlich eine Tier 3 Arti, die jetzt gegen Tier 6 Panzer schießt. Darf man auch jetzt nicht verkennen von der Schadenhöhe. Und da ist eine Arti. Auf die komme ich leider nicht. Und ja, weg ist er. Da ist er zu lange stehen geblieben und dann konnte ich ihn aus dem Spiel nehmen. Da komme ich nicht drauf. Da auch nicht, leider, leider. Da passt der Winkel jetzt einfach nicht mehr. Deswegen mal schauen, ob ich mich so ein bisschen umstellen kann. Leider nein. Und da ist der ganze Berg im Weg. So, deswegen bewegen wir uns jetzt doch mal ein bisschen mehr einfach. Schau mal, wie man hier mit der Arti so Richtung Nahkampf kommen kann.
Entschuldigung. Da könnte, habe ich mal irgendwie, also hier blinkt es auf der Minimap, ich kann ehrlicherweise nicht mal ganz genau sagen, was das bedeutet. Wenn das natürlich bedeutet, dass es sich hierbei um den Gegner handelt, dann ist so ein Blind Hit schon absolut in Ordnung. Oder Blind Shot. Aber man kann dann jetzt natürlich nicht sagen, ob ich da jetzt treffe oder nicht. Jetzt darf ich hier nicht zu weit vorfahren, ohne dass ich überhaupt nachgeladen habe. Ammo up. Jetzt habe ich hier wenigstens gespottet. Ja, jetzt hat mir die gegnerische Abbott da rein einheizen können. Jetzt hoffe ich, dass hier das Starship rausgenommen wird. Ansonsten gehe ich aber auch gerne auf den Abbott. Ah, da ist jetzt leider der Berg im Weg. Komme ich jetzt nicht drauf. Aber der T-64 müsste mir jetzt mal hier mit dem Starship helfen. Identified. Hostile tank. So, da konnte ich durch den Spot den Starship zerstören. Oh, da kommt eine Rakete. Ja, MBT. Komme ich leider jetzt nicht drauf. Schade, schade. Aber Spot mit der Arti ist doch auch schön. Wenn sich sonst schon keiner traut. Gerade der T-64 könnte da gut und gerne mal in die Richtung fahren. Aber wenn es gut geht, kann ich einen Schuss vom MBT wenigstens abhalten. So, ich hoffe, dass der MBT sich jetzt nicht auf mich fokussiert. Dann würde ich ihn jetzt versuchen, einfach mal aus dem Leben zu nehmen. Ja, mein Kill! So macht man das, Jungs. Wenn ihr schon euch nicht traut, dann mache ich das. Wir schauen uns noch das Endergebnis an. Bin ich sehr gespannt drauf. Natürlich die Ladezeit. Und in der Ladezeit würde mich jetzt natürlich auch mal dann interessieren, wie findet ihr das Spiel? Was sagt ihr? Kommentiert das Ganze und würde mich sehr freuen, wenn ihr aufgrund des Videos sagt, okay, hat mich überzeugt, wir folgen und abonnieren jetzt Alcaramba. Damit würdet ihr mir persönlich natürlich einen Riesengefallen machen. Aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. So, Team Performance. Da bin ich auf Platz 3, konnte 1300 Schaden machen, wo ich mich ins Mittelfeld abgesetzt habe und von den Artis aber der zweitbeste war. Dementsprechend kann ich persönlich sehr zufrieden sein, weil ich auch in den XP noch die beste Arti war. Ja, da sage ich, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und lasst mir doch euren Kommentar da. Bis bald, euer Alcaramba.